Gut, Halleluja. Ich möchte allgemein mit dir über die Situation im Land sprechen, über die Situation, in der sich viele Christen befinden, in der wir momentan einfach so drinstecken mit den ganzen Herausforderungen und ja, auch Stress teilweise, den es so gibt in Beziehungen, in Freundschaften, in Gemeinden und so weiter. Und ich lese dir mal ein E-Mail vor, was wir bekommen haben am 8., also in dieser Woche. Und da hat uns jemand geschrieben, und das ist ganz, ganz typisch, symptomatisch für Mails, die wir wirklich reichlich, regelmäßig fast bekommen. Also bestimmt schon genau in der Art und Weise 20, 30 E-Mails in den letzten Wochen bekommen. Hier heißt es, ist eine Frau, die uns geschrieben hat: Ich bin jetzt genau ein Jahr eine wiedergeborene Christin. Ich war über 25 Jahre in der Esoterik, New Age, Spiritualitätsszene unterwegs und habe verzweifelt nach Gott gesucht. Ein absolutes Tief hat mich dann endlich erkennen lassen, dass nur unser Herr Jesus Christus die einzige und wahrhaftige Tür zu unserem Gottvater ist. Halleluja. Als ich im letzten Jahr dann eine Gemeinde gefunden hatte, was extrem wichtig ist, wenn sich jemand bekehrt, dass er natürlich einen Ort findet, wo er Geschwister hat, wo er Leute hat, die schulen, die lehren, die helfen, Freunde und so weiter. Ne? Als ich das gefunden hatte, fing der Lockdown an. Im Sommer öffnete die Gemeinde dann wieder und sie luden mich zum Gottesdienst dann wieder ein. Nach ein paar Sonntagsgottesdiensten unterhielten wir uns über die Impfung. Und die Frau von dem Pastor sagte zu mir, dass sie für Zwangsimpfung sei. Ich war schockiert und habe geschwiegen. Doch durch Gespräche hier und da ahnte ich immer mehr, dass diese Gemeinde überhaupt wohl nicht mitbekommt, was in unserer Welt geschieht. Sie vertrauen der Regierung und dem ganzen Geschehen in Deutschland und den Medien. Ende des Jahres hielt unser Pastor eine Predigt, in der er über Gehorsam gegenüber der Regierung sprach. Er sagte, dass all die Menschen, die der ganzen Handlung bzw. der Corona-Geschichte unserer Regierung gegenüber kein Vertrauen haben, wohl ein Autoritätsproblem aufgrund von Kindheitserfahrungen mit einem oder beiden Elternteilen haben würden. Dann bezog er sich auf die Bibelstelle in Römer Brief 13 und sagte, dass wir der Regierung gegenüber gehorsam sein müssen. Dann kam der zweite Lockdown und die ganze Gemeinde wurde geschlossen. Jetzt weiß ich nicht wirklich, wie ich damit umgehen soll. Ich fühle mich nicht wirklich wohl in der Gemeinde, da ich nicht offen sprechen mag. Auch die Gebete kann ich teilweise nicht mit unterstützen. Da ist so viel Angst in der Gemeinde vor Corona. Die Pastorenfrau hat einmal so eine Äußerung gemacht, wie die Bekloppten, also die sich nicht an die Maßnahmen halten wollen und so weiter. Sie vertrauen voll den Medien. Mich schockiert das ja schon sehr. Sie sprechen vom Widersacher und bekommen überhaupt nicht wirklich mit was für einer List der Feind uns Menschen betrügt, und sie unterstützen dieses Geschehen noch ahnungslos. Die sind alle wirklich sehr lieb und nett. Doch ich habe eine ganz andere Sicht auf unser weltliches Geschehen. Ich will keine Spaltung bringen in der Gemeinde und weiß jetzt überhaupt nicht, wie ich mich verhalten soll. Ob ich doch ein Gespräch suchen soll oder die Gemeinde einfach verlassen soll oder. Weißt du, das ist ein ganz typisches Mail. Das ist etwas, in dem momentan sehr, sehr viele Christen nach unserem Empfinden drinstecken. Und ich glaube, dass es in den Gemeinden und bei vielleicht auch vielen Pastoren überhaupt nicht realisiert wird, dass es da diese Notsituation gibt von Leuten, insbesondere die kritisch den Maßnahmen gegenüber eingestellt sind. Ich kenne einen Fall von einem Pastor, einem beliebten Pastor in einer Gemeinde, der hat diese verlassen, hat gekündigt von sich aus, weil die Ältesten waren völlig mediengläubig, völlig auf der Regierungsschiene. Und er hat gesagt, ich kann nicht mitgehen, Leute, es geht nicht. Und die einzige Möglichkeit, die er gesehen hat, war da wirklich tatsächlich zu kündigen. Einfach seine Position zu kündigen, weil da einfach keinerlei Freiraum war.
Und wir wissen von Christen, die sind aus den Gemeinden herausgebeten worden, aufgrund ihrer Sichtweise. Man hat gesagt, also wenn ihr so denkt, wenn ihr so Überzeugung habt, dann ist das hier nicht der richtige Platz. Es gibt Fälle, da wurden die regelrecht rausgemobbt. Rausgemobbt von anderen Gemeindemitgliedern oder ja, teilweise auch von Leuten in Leiterschaft. Ich persönlich denke, viele sind auch in die innere Emigration gegangen, so nenne ich das mal. Hier wie die Frau, die geschrieben hat, ich mag da nicht drüber sprechen, ich habe geschwiegen, weil ich merke, ich will mich da nicht auf eine Diskussion einlassen, weil das Ganze bringt nichts. Ich verliere dann sogar noch hier Kontakte und Dinge, die mir wichtig sind. Ja? Und viele von den Leuten schweigen über das, was sie eigentlich glauben und ja, lassen dann einfach die allgemeine Marschrichtung so über sich ergehen. Es gibt auch Fälle, da wurden Christen regelrecht stigmatisiert, die eine andere Sichtweise hatten als die offizielle Regierungslinie. Und gleichzeitig sagt man als Gemeinde, ja, wir wollen natürlich ein Ort sein für die Leute, wir sind offen, wir wollen die Leute aufnehmen, wir wollen sie erreichen, wir wollen ihnen die Liebe Gottes geben und dann eben trotzdem dann innerhalb der Gemeinde dann teilweise solche Sachen, das ist schon ein bisschen schwierig. Wobei, ich kann nicht beurteilen, wie weit das verbreitet ist oder wie oft das vorkommt. Ich hoffe, es sind nur Einzelfälle. Aber grundsätzlich stellen wir fest, dass es da Christen gibt, Männer und Frauen, die wirklich diese Not haben. Und das sind teilweise auch Leute, die in echter Leiterschaftsposition sind und die sagen, ich muss aus der Gemeinde raus oder man will mich hier nicht mehr oder wie auch immer. Für uns von unserer Sichtweise her, von Gottes Haus her, empfinden wir das Ganze als einen viel größeren Angriff auf die Christenheit ganz generell, als man das so gemeinhin verstehen mag oder sieht. Wir sehen das als einen Angriff auf die Christenheit in Deutschland, Österreich, Schweiz, in Mitteleuropa, ja, in ganz Europa, vielleicht sogar auf der ganzen Welt. Ja? Und es geht, wenn man genau schaut, teilweise richtig an die Grundwahrheiten, an die Grundwerte, die uns als Christen wichtig sind, wo der Staat sagt, ab jetzt nicht mehr. Ja? Und das wird teilweise von einigen Leuten sehr, sehr beliebig dann drangegeben. Weißt du, die Gemeinde ist ein Leib, der Leib Christi. Halleluja, wir sind Gottes Volk. Ja, und der Leib besteht aus ganz, ganz unterschiedlichen Gliedern. Und jedes Glied hat seine spezielle Aufgabe, sagen wir mal, Dienst, seine Berufung, seine Gaben. Und der Leib in seiner Unterschiedlichkeit bildet dann die Gemeinde, bildet eben den Leib Christi. So, und da hat Gott jetzt einen Mix hineingegeben an unterschiedlichsten Gaben und auch geistlichen Fähigkeiten und so weiter. Und die alle müssen zusammenkommen, damit der Leib wächst und damit er funktioniert und damit er in der richtigen Weise vorangehen kann. Im Idealfall sollten das alle geistlichen Gaben sein und alle geistlichen Dienste, die in einer Gemeinde oder in einer Gemeinschaft sich dann finden. Ja, und deshalb spricht das Neue Testament ja davon. Leider, das ist historisch bedingt, hat sich so entwickelt, haben wir in vielen, vielen christlichen Kreisen bei uns eher so eine Pastoren-One-Man-Show. Das ist nicht das neutestamentliche Konzept. Ja? Die Pastoren machen teilweise einen gigantisch guten Dienst, ja? Opfern sich schier hin für die Gemeinden, manche dann auch so weit, dass sie fast in Burnout kommen oder in einen Burnout kommen, weil sie so, wie soll ich mal sagen, hineingepresst sind in das System. Aber eigentlich biblisch ist das nicht. Der Pastor ist einer unter verschiedenen Diensten, die die Gemeinde vorantreiben sollen. Ja? Und du kennst vielleicht die Bibelstelle Epheser 2 ab Vers 19, wo es heißt, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Halleluja, Gottes Volk, ne? Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Paulus gebraucht hier das Bild eines Baus.
ja, eines Bauwerkes. Ja? Und er sagt, da ist die Grundlage, dass der Bau gescheit wächst und steht, sind die Apostel und die Propheten. Er betont diese beiden Dienste ganz besonders und sagt, das ist das, was du erstmal als Basis haben musst. Ja? Das muss erstmal da sein. Du musst diesen prophetischen Dienst haben, du musst den apostolischen Dienst haben, damit das Ding gerade steht. Und da haben wir bedauerlicherweise eine leichte Schräglage in einigen Gemeinden. Weißt du, wenn man nämlich die Apostel und Propheten entweder schon mal gar nicht hat oder aber sie beispielsweise, weil ihre Ansichten nicht angenehm sind, dann entfernt aus der Gemeinde, ihre Gaben vielleicht gering achtet, dann haben wir ein Problem. Und ich glaube, das ist ein Problem, was wir im deutschsprachigen Europa haben, vielleicht sogar in der ganzen westlichen Welt. Ja? Das Prophetische ist in den Gemeinden viel zu unterentwickelt. Ja, es ist nicht genug entwickelt. Und nicht nur das, auch viele der Geistesgaben sind nicht in dem Level entwickelt, wie es eigentlich das Neue Testament vorsieht. Und eine Geistesgabe in diesem konkreten Zusammenhang ist tatsächlich die Gabe der Unterscheidung der Geister. Weißt du, der Heilige Geist gibt der Gemeinde Menschen mit dieser Gabe. Warum? Weil sie notwendig ist. Weil die Gemeinde diese Gabe braucht, wie sie andere braucht, die eben irgendeinen Dienst oder irgendeine andere Gabe haben. Ja? Es ist wichtig, es ist nicht etwas, was beliebig ist. Es ist nicht etwas, wo man sagt, naja, also brauche ich nicht, ja? Der Leib funktioniert auch ohne dieses Glied. Nein, das funktioniert eben nicht. Es muss alles möglichst komplett da sein. Und wenn man natürlich diese Gaben ausblendet oder nicht hat, oder nicht haben will, oder aber, wie gesagt, entfernt aus der Gemeinde, dann wird es schwierig. Und da sehe ich momentan eigentlich ein riesiges Problem bei uns in der christlichen Situation. Ja? Denn ich glaube, dass viele Christen, die genau diese Gabe haben, dieses Prophetische und diese Gabe der Unterscheidung der Geister, dass die spüren im Geist, Moment mal, hier stimmt etwas nicht. Hier stimmt etwas nicht. Die merken, weil sie die Gabe haben, hier ist Lüge. Hier wird mit Unwahrhaftigkeit gearbeitet. Hier ist Manipulation. Irgendwas stimmt hier nicht. Das geht in eine komische Richtung. Andere Geschwister, die diese Gabe nicht haben, die spüren das nicht. Das ist einfach eine Sache der geistlichen Gabe. So, ja. Aber die Leute, die diese Gabe haben, die schauen tiefer. Die schauen in die geistliche Dimension. Die schauen im Geist. Und da realisieren sie, hier läuft was komisch. Hier ist der Feind in einer Art und Weise aktiv, wie es vorher nicht der Fall war. Hier ist irgendetwas Bedrängendes, was hier läuft. So, und dann kommen diese Leute, die nach meiner persönlichen Meinung extrem wichtiger Bestandteil des Leibes Christi sind, und gehen zu den anderen und sagen, Leute, hier passiert irgendwas komisch. Sie sprechen darüber, sie versuchen das zu artikulieren. Und dann kommt folgender Fall in einigen Gemeinden, ja? Die werden abgebügelt. Das sind dann die Verschwörungstheoretiker. Das sind dann die Hetzer. Ja? Das sind dann die, die man jetzt nicht hören möchte. Teilweise werden die Leute mundtot gemacht. Ja? Man verbietet ihnen zu reden. So, anstatt das wertzuschätzen, dass Gott hier Menschen gegeben hat mit einer Gabe, die zwingend notwendig ist, die wichtig ist, sagt man, also die nicht. Das passt uns momentan nicht ins Konzept, das passt uns nicht in den Kram, die müssen weg oder die müssen zumindest ruhig sein. Ja? So, hier hat Gott eine Gabe gegeben, die man wertschätzen sollte, aber stattdessen wird sie verachtet. Ja? Man nimmt diese Warnungen nicht ernst, man nimmt diesen Hinweis, dass da was Problematisches läuft, nicht ernst. Ja? Sondern man sagt, nein, alles ist super. Unsere Obrigkeit hat alles perfekt im Griff. Wir glauben das, was hier läuft. Wir glauben den Medien. Alles, was hier läuft, ist richtig. Und jeder, der kritisch dagegen Position bezieht, dann heißt es, ihr seid Spinner. Ihr seid das Problem. Ihr seid die eigentliche Gefahr. Ihr seid die, die Angst machen. Und da wird das ganze Ding umgedreht und komplett absurd. Und den Eindruck haben wir, dass es momentan in zahlreichen Gemeinden in deutschsprachigen Europa passiert. Und das ist etwas total Beklemmendes. Und dann gibt es, das ist auch uns passiert, die absurdesten Vorwürfe. Dann wird gesagt, ihr seid rechtsradikal. Was für ein Irrsinn!
Was für ein Irrsinn, wenn du dir bewusst machst, was ist denn das für ein Vorwurf, was ist denn das für eine Aussage, ja, die man hier Geschwistern gegenüber macht. Das ist für mich eine erste Form, die in Richtung Verfolgung geht. Ja? Eine bodenlose Anmaßung, eine Unterstellung, eine Frechheit ist unfassbar. Das ist ein unterstes Level von Verunglimpfung, was du dir überhaupt vorstellen kannst, dass der Geschwister im Herrn in einer derartigen Weise beschimpft. Warum? Weil irgendwie ein spinnertes Medienbild vorgegeben ist und man einfach sowas dann nachquatscht. Vor anderthalb Jahren wäre es keinem Christen in den Sinn gekommen, über andere Christen so zu sprechen. Vor einiger Zeit war ich bei einer Gebetsgemeinschaft dazugeschaltet, per Zoom. Und da waren verschiedene Leute, ganz unterschiedliche, die gebetet haben. Und da hat jemand gebetet, eine Frau: Gott soll den Menschen die Ohren verstopfen vor den Warnungen hinsichtlich des Impfstoffes. Dass sie das gar nicht hören, die Warnungen. Gott soll die Ohren verstopfen, damit die Leute nicht gewarnt werden. Ja, was sagt man dazu? Das ist diese Form von Mediengläubigkeit. Das ist diese Form, wo du sagst, weißt du dir eigentlich, machst du dir bewusst, was du da betest? Ja, selbst wenn du linientreu bist, machst du dir bewusst, was du da betest? Also das sind Sachen, die ist echt schon kernig. Und für mich oder für uns ist es so, dass wir sagen, eigentlich sind viele, viele Christen, viele Gemeinden so auf dem Level Friede, Friede. Ja, wir sind in einer schwierigen Phase. Ja, da gibt es jetzt ein bisschen Sturm und so weiter. Das ist alles, kriegen wir gut geregelt. Wir haben gute Leute, die machen das und wir gehen da durch und alles wird wieder super. Alles ist gut. Geht so weiter, wie es immer war. Wir kommen in Kürze wieder in einen Zustand, wo alles wieder super läuft. Ich glaube, dass das nicht der Fall sein wird. Ich glaube, manche Leute denken, das, was die Leute, die empfinden, das, was nicht stimmt. Wenn das stimmen würde, was die empfinden, was die sagen, wenn das stimmen würde, das hätte ja fürchterliche Konsequenzen. Das wäre ja beklemmend, das wäre ja wirklich gefährlich. Ja? Das würde unsere Planung, unser Gemeindekonzept, unsere Vorstellung, wie unsere Vorgehensweise, unsere Dings, wie wir vorgehen wollen, würde das ja total stören, wird ja gar nicht funktionieren. Und nur aus diesem Empfinden heraus, das kann gar nicht sein, weil das gar nicht sein darf, ja, lehnen Sie die ab, die eben warnen oder sagen, Achtung, Achtung, hier stimmt was nicht. Die sagen, das ist Unsinn, wir wollen das nicht hören, wir lehnen es ab. Und es wird gesagt, alles ist gut, Friede, Friede. Und da habe ich eine Bibelstelle gefunden, die ziemlich kernig ist, Jeremia 6, Abvers 13. Propheten und Priester gehen alle mit Lüge um und heilen den Schaden meines Volkes nur oben hin, indem sie sagen, Friede, Friede, und ist doch nicht Friede. Das sagt der Herr durch Jeremia, den Propheten. Ja, da gibt es also irgendwelche Leute im Volk Gottes, Priester, Propheten, ja, die mit Lüge umgehen. Die Formulierung finde ich sehr interessant. Es heißt ja hier nicht, dass die lügen, sondern dass sie mit Lüge umgehen. Das heißt, dass sie irgendwelche Lügen, ja, behandeln, damit weitergehen. Und sie heilen den Schaden meines Volkes nur obenhin, also äußerlich. Was sagen sie? Friede, Friede. Und es ist kein Friede. Es ist kein Friede. Die prophetischen Worte sind eindeutig. Erschütterung, Umwälzung, gigantische Veränderung, auch im Volk Gottes. Ey, es ist kein Friede in dieser Welt. Hesekiel 13, Vers 10 heißt es, weil sie mein Volk verführen und sagen, Friede, wo doch kein Friede ist. Hier werden die sogar als Verführer bezeichnet. Das prophetische Wort, von vielen Leuten bestätigt, sagt, es wird auch im Hause Gottes Erschütterungen geben.
Und das will man natürlich nicht haben. Man will ja, dass es so weiterläuft. Man will ja, dass das alles so wunderbar sich weiterentwickelt. Ja? Na, bloß nicht Veränderung. Bloß nicht irgendwas, was unklar ist. Bloß nicht. Sondern es soll so sein wie vorher. Und wenn jemand sagt, es wird nicht so sein wie vorher, dann ist das ja ein ganz übler Typ. Den will man nicht hören, den will man weghaben. Aber weißt du was? Es wird nicht mehr so sein wie vorher. Ich glaube, dass Gott zu seinem Volk Warnungen gibt oder Informationen gibt und sagt, Achtung, Dinge werden sich verändern in der Welt und im Reich Gottes. Dinge werden sich dramatisch verändern. Und er will, dass sein Volk sich vorbereitet, dass es darauf eingeht, dass es präpariert ist. Warum? Weil es eine gewaltige Ernte zu ernten gibt. Er will, dass sein Volk in Position kommt, dass sie wissen, wer sie sind, dass sie wissen, wie sie vorgehen müssen in den Turbulenzen, in die wir hineingehen. Ja, und dann wird genau das nicht gemacht. Man behält dem Volk diese Informationen vor. Ja, die Informationen kommen gar nicht zu den Menschen, zu den Christen. Es wird nicht zugelassen. Und so werden die Christen nicht vorbereitet und sind sich der Dramatik überhaupt nicht bewusst, in der wir uns momentan befinden. Fluten von Lüge, Manipulation, Unwahrhaftigkeit, Propaganda läuft momentan über den Erdball. Fluten. Ja, Fluten. Es gab ein prophetisches Bild vor einiger Zeit, da hieß es, dass die ganze Erde wie in einen schwarzen Mantel eingehüllt wird von Lüge. Wenn du dich mit dem Wort oder mit dem Begriff Lüge beschäftigst, Lüge, ja, dann ist das etwas, was endzeitmäßig wirklich vorkommt. Lüge, der Feind, der Teufel, das ist der Lügner von Anfang an. Lüge ist kein Kavaliersdelikt. Lüge ist eine ganz, ganz extrem fürchterliche Sünde. Ja? Lüge ist nichts, mit dem wir uns beschäftigen dürfen. Wir dürfen nicht Lüge weitergeben. Genau. Die Bibel warnt uns immer wieder, im Alten wie im Neuen Testament, vor falschen Propheten. Und da lesen wir in 1. Johannes, im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 1. Ihr Lieben, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Welt. Das ist ein interessanter Begriff hier. Ja, er sagt, die falschen Propheten sind in der Welt. Das ist ein sehr bemerkenswertes Detail. Wir haben es zu prüfen. Wir haben das zu prüfen, was gegeben wird, was gesagt wird. Wir müssen es prüfen. Es ist unser Job. Wir können nicht einfach Dinge annehmen, unreflektiert und nachquatschen und als gegeben annehmen. Ja, einfach glauben. Wir müssen es durch den innewohnenden Heiligen Geist wirklich, wirklich prüfen. Nicht nur sagen, dass wir es tun, sondern wirklich, wirklich tun. Es ist entscheidend wichtig. Ja? Und bei der Frage ist natürlich interessant, was sind denn eigentlich hier, so mal ganz generell gesprochen, Propheten? Was hat denn das zu bedeuten? Ich glaube, Propheten sind Leute, denen das Volk Gottes glaubt. Ja? Denen das Volk Gottes glaubt, das sind Propheten. So würde ich es mal definieren. Das heißt, echte Propheten sagen das, was Gott sagt, und das Volk Gottes glaubt es. Falsche Propheten sagen irgendwas von irgendwoher, und das Volk Gottes glaubt es auch. Ja? So, falsche Propheten heute, denen allgemein geglaubt wird, ich sag dir, sind die Medien. In der Welt, wie es hier heißt. Ja, viele falsche Propheten in der Welt. Die müssen wir prüfen. Wir dürfen nicht alles glauben. Die Medien behaupten irgendetwas, stellen das als wahr dar, als gegeben, als nicht hinterfragbar, nicht diskutierbar, als endgültig. Und dann wird das geglaubt, wird das weitergegeben, wird das verkündigt, wird das immer wieder wiederholt. Und wir verstehen gar nicht häufig im Leib Christi, dass da eine Gefahr drin ist, dass da ein Problem drin ist, dass da etwas drin ist, was es früher, also in früheren Generationen, wo es die Medienwelt, wie wir sie heute kennen, noch gar nicht gab, überhaupt nicht so denkbar war.
Da gab es diese Art von Informationsflut ja nicht. Da gab es ja nicht die Möglichkeit, an Informationen ranzukommen. Zu Paulus Zeiten war sowas, da gab es nicht mal eine Zeitung. Ja, es war undenkbar, an Informationen ranzukommen. Die Medien heute repräsentieren die falschen Propheten. Ich sag's dir. Und dann ist das Problem, dass die Medienhörigkeit im Volk Gottes gigantisch ist. Gigantisch. Weißt du, die Medien sind das Sprachrohr des gefallenen Weltsystems. Und wer ist der Herr des Weltsystems? Genau, Satan, der Feind. Und er gebraucht dieses Ding, um seine Botschaft rauszubringen. Was er will, dass die Menschen glauben sollen. Und was er will, dass die Christen glauben sollen. Und wenn wir das nicht kritisch sehen, rennen wir in ein wirkliches Problem. Ein wirkliches Problem. Und ich sage dir eins, viele Christen glauben genau das, was der Teufel will, dass sie glauben sollen. Jetzt nicht an biblischen Grundwahrheiten, sondern an dem, wie es jetzt hier momentan in unserem Leben aussieht. Sie glauben genau das, was genau die Absicht des Feindes ist. Und sie reflektieren überhaupt nicht, wie sie da verführt werden. Ja? Sie glauben völlig selbstverständlich dem, was die Welt sagt. Also, das wird nicht hinterfragt, das wird einfach genommen, geglaubt. Und sie bezweifeln genauso selbstverständlich, wenn etwas vom Volk aus innerhalb des Volkes Gottes kommt und sagt, hier ist ein prophetischer Hinweis, hier ist eine prophetische Warnung, hier ist ein Traum, hier ist ein Impuls, hier gibt es etwas, was aus dem Volk Gottes, aus dem Leib Christi kommt und da ist was. Und sagt, das glauben wir nicht, wollen wir nicht, passt nicht. Aber das, was von draußen, von der Welt kommt, wird einfach so übernommen. Und da ist eine riesige Gefahr drin, da ist Verführung drin. Ja? Und das ist der Trick des Feindes. Wir hören nicht auf das, nein, wir nicht, manche Christen hören nicht auf das, was aus dem Leib Christi entsteht, aus dem Reden Gottes, an Warnungen, an Hinweisen, an Prophetie. Aber sie glauben alles, was die Welt sagt. Und wir müssen wissen, das Weltsystem wird von Lüge regiert, von raffinierter Verführung. Und so glaube ich, dass es in den vor uns liegenden Monaten und Jahren für manche Christen ein derbes Erwachen geben wird, weil sie merken, dass es diese Erschütterung gibt, weil sie merken, dass es die massive Veränderung gibt und weil sie irgendwann es einfach realisieren. Ja? Das System, wie wir es momentan kennen, so sagen es die prophetischen Worte, wird nicht mehr sehr lange so existieren. Es ist im Zusammenbrechen. Es ist im Zusammenbrechen. Und ich möchte dir ein Beispiel weitergeben, um irgendwie klar zu machen, wie die Situation ist. Und ich glaube, dass das ein Bild ist, ein prophetisches Bild, wo du dich reindenken kannst und dir ein Verständnis dafür gibst, wie die Situation momentan ist. Und das ist ein altes, riesiges, riesiges, prachtvolles Theater. Riesig, aber alt und gleichzeitig auch muffig, auch moderig. So ein richtiges, uraltes, riesiges Theater. Ne? Vollgestopft mit Plüsch und mit Plunder, mit Stuckdecken und Verzierungen und Brokat und was weiß ich, ja. Aber alles alt, staubig, abgewetzt, verschlissen und gleichzeitig riesig. So, stell dir das mal vor, so wie mal vor deinem inneren Auge, so ein Ding, ja. Und ein Parkett, ja, und dann da die Bühne mit dem roten Vorhang und so weiter. Und überall drumherum Hunderte, Tausende von diesen Logen, ja, wo irgendwelche Leute sitzen. Und das Wort Loge ist da ja in dem Zusammenhang schon sehr interessant, ne. So, und vorne, das Theater ist proppevoll besetzt. Vorne wird was gegeben. Ein Stück. Da sind massenhaft viele Akteure da. Und es ist ein schmieriges Stück. Es ist angstmachend. Es ist so ein bisschen Horror. Es ist ätzend. Ja, es sind miese Schauspieler. Es ist miserabel gespielt. Es ist ein mieses Drehbuch. Es ist erbärmlich. Es wird richtig so ein mieses Schmierentheater da vorne vorgeführt. Und manche von den Schauspielern, da denkst du, hey, die sind ja wie ferngesteuert. Bei manchen denkst du, die sind wie Marionetten. Bei manchen denkst du, die sind ja fast tot. Das sind so eine Art, wie soll ich mal sagen, Zombies, wie die da sich bewegen und was da läuft. Ja, und dieses Schauspiel, was da vorne läuft, das ist das, was die Leute fesselt. Ne? Die Scheinwerfer sind darauf fokussiert. Im Theater selber ist es eher dunkel, aber alles ist da vorne auf die Bühne fokussiert. Da spielt die Musik, da geht die Show ab und alles schaut wie gebannt auf dieses Schmierentheater da vorne. Gefangen genommen, ja, von dem, was da läuft.
Jedes Wort, was von der Bühne kommt, wird aufgesaugt. Ja, die Leute sprechen untereinander darüber, was da wieder gesagt worden ist, wie wichtig das ist und wer da spielt und dieser Akteur und jener Schauspieler und was nicht alles. Ja, man redet über die Details, was die da machen und das wird alles extrem ernst und wichtig genommen. Ein Schmierentheater. So, das ist die Szenerie, die du dir vorstellst. Was die Leute nicht sehen, was sie nicht wahrnehmen, weil sie sich nicht umdrehen, sondern weil sie wie gebannt auf dieses Ding schauen, ja, wie das Scharnickel auf die Schlange, ne, ist, dass das gesamte Theater, das gesamte Gebäude brennt. Es steht in hellen Flammen. Es steht in hellen Flammen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das zusammenstürzt, bis es völlig abbrennt. Ja? Und die Leute realisieren es nicht, weil sie da vorne auf die Show dann gebannt schauen. Und dann gibt es welche, die sagen, hey Leute, pass mal auf, es brennt, Achtung, Vorsicht, Gefahr, wir befinden uns in einer dramatischen Situation. Schau mal woanders hin als da vorne, guck mal woanders hin, du musst dich umschauen. Ja? Wir befinden uns in einer extremen Notsituation. Und diese Leute, diese Warner, werden verlacht, werden beschimpft, ja, werden aufgefordert, doch bitte ruhig zu sein. Man will sich auf das Stück konzentrieren. Ja? Man will Theater sehen. Man will, das ist so, so wichtig. Die Schauspieler da, die sprechen zu uns. Wir müssen hören, was die sagen. Wir müssen hören, was die wollen. Wir müssen ihre Anordnungen und ihre Vorgaben hören und so weiter. Und ich glaube, das ist genau die momentane Situation, in der wir uns befinden. Das Weltsystem, wie wir es kennen, steht in hellen Flammen. Es ist im Untergang. Das sagen die prophetischen Worte. Ja, es ist von einer kranken, bösen Elite in Brand gesetzt worden. Ne? Und das Ziel, was dahinter steckt, ist eine böse, satanische Weltregierung. Und es ist egal, ob, wie du das Ding nennst. Ob du die neue Weltordnung nennst, ja, oder ob du die Great Reset nennst, ob du die Tomorrowland nennst oder Zeitalter des Wassermanns oder sonst was, ist egal. Es ist die Absicht, etwas Satanisches aufzurichten, was alle Menschen kontrolliert und einfach eine Weltherrschaft hat. Eine Weltreligion, eine Weltregierung und so weiter. Und das passiert gerade, dass das gebaut wird. Und wenn das jemand sagt, dann ist es ein ganz gefährlicher Verschwörungstheoretiker, ein Hetzer, ein Spinner, den man mundtot machen muss. Ja? Und was wir nicht verstehen ist, schau dich mal um. Der ganze Schuppen ist am Abbrennen. Und genau das sagen die Propheten. Genau das sagen die Propheten. Es sagt, es wird alles erschüttert werden, umgewälzt werden, was nicht auf dem Felsen Christus steht. Ja, was erschüttert werden kann, wird erschüttert werden. Das einzigste Unerschütterliche ist der Felsen Christus. Ja, so. Und wenn jetzt Christen sagen, nee, damit wollen wir uns nicht beschäftigen, nee, das ist nicht relevant, nee, das wollen wir nicht hören, nee, wir konzentrieren uns auf die Bühne, ja, das, was da kommt, das ist wichtig für uns, alles andere ist falsch, wollen wir nicht hören, außerdem würden wir wieder in Normalzustand kommen, dass wir wieder unser Stück da schön gucken können, es wird alles wie früher, Ruhe, Frieden, Harmonie, ja, alles ist gut, lass uns ja in Ruhe, ne? Das ist das, wo ich sage, die Leute sagen, Friede, Friede, das ist Friede, Friede. Aber weißt du was? Wenn du den Blick erhebst und dich umschaust, dann wirst du sehen, der Friede ist schon lange vorbei. Dann wirst du sehen, das Ding steht in hellen Flammen. Und in dieser Situation, in der wir uns da befinden, haben wir tatsächlich das, dass Gutes böse genannt wird und Böses gut genannt wird, was ein Zeichen der Endzeit ist. Und da müssen wir aufpassen, dass wir als Christen nicht in die Falle gehen, genau das zu tun. Denn diese Medien ist etwas, was, da steckt das Wort Medium ja dahinter, da kommt eine Botschaft von irgendwas durch. Ne? So, ich glaube, dass viele Menschen wie verhext sind, wie verzaubert sind, manipuliert sind durch die Medien und ihre Propaganda und ihre Mechanismen, mit denen sie arbeiten können. Sie sind verführt durch die Show, die da vorne gespielt wird. Ja? Aber alles wird erschüttert werden. Und weißt du was?
Diese Erschütterungen beinhalten auch das Volk Gottes. Auch da gibt es Dinge, die erschüttert werden, weil sie nicht wirklich, ich meine wirklich, auf dem Felsen Christus gegründet sind, weil sie nicht wirklich auf dem Felsen Christus stehen. Ja, da gibt es irdische, weltliche Vorstellungen, Konzepte, ja, da gibt es Planungen, unsere Strukturen, irgendwelche Vorgaben, ja, da gibt es Stolz, Ehrgeiz, solche Erfolgsdenken und so weiter und so weiter. Da gibt es viele Leute, die irgendwas Prachtvolles bauen wollen für sich oder für ihren Ehrgeiz oder so. Das ist etwas, was nach meinem Verständnis erschütterungsgefährdet ist. Ja? Ich glaube, auch die Christenheit wird sich dramatisch verändern. Und in dieser Broschüre Gott und das deutschsprachige Europa haben wir solche Worte zusammengestellt, die dir einfach klar machen, dass da diese Situation auf uns zukommt. Und wenn es heißt, alles wird erschüttert werden, das liest sich so leicht, aber mach dir mal bewusst, was das heißt. Das heißt, dass es erschüttert wird, alles, was um dich herum ist. Erschütterung im Sinne eines Erdbebens heißt, manches wird zusammenbrechen, manches wird so stark erschüttert sein, dass es, sagen wir mal, einsturzgefährdet ist, manches wird so sein, dass es nicht mehr bewohnbar ist, manches wird vielleicht auch nur ein paar Risse kriegen. Aber Erschütterung ist etwas, was kommt. Und in diesem Zusammenhang, wie es auch in dem Mail, was ich zu eingangs vorgelesen habe, da gibt es natürlich dann in verschiedenen christlichen Kreisen und Gemeinden und so weiter, jetzt basierend auf Römer 13, ich kenne die Bibelstelle, ja, dann tatsächlich die Aufforderung, unbedingt der Regierung untertan zu sein. Der Regierung untertan zu sein. Weißt du, in Römer 13, wenn du das mal wirklich liest und dich damit beschäftigst, dann siehst du, vorher, unmittelbar vorher geht es um das Thema Liebe und unmittelbar nachher geht es um das Thema Liebe. Und da ist diese ganze Geschichte mit diesem Regierung untertan sein irgendwie eingebettet. Und da heißt es dann, dass Kritik an der Regierung uns untersagt ist als Christen. Steht uns nicht zu. Jede Form von Kritik ist absolut nicht akzeptabel. Einer hatte, das ist allerdings schon Monate her, eingangs der Corona-Krise, tatsächlich geschrieben, ein Leiter hatte tatsächlich geschrieben, Kritik an der Regierung ist für ihn wie, grenzt für ihn an Gotteslästerung. Was für ein Wahnsinn, was für eine wahnsinnige Aussage. Ja? So, und dann wird eingefordert, dass wir als Gottes Volk, für das der Herr der Herren und der Könige sein Leben hingegeben hat, das Leib Christi ist, mit Christus als Haupt, dass wir uns untertan machen unter einer Regierung. Untertan machen unter einer Regierung. Ja? Und wenn wir das nicht tun, dann ist das ganz schlimm, das ist Sünde. Es wird Vertrauen unter ein menschliches System eingefordert. Weißt du, untertan, das heißt, du begibst dich drunter, unter die Herrschaft, unter die Autorität der Welt. Das ist ja in der Welt okay. Aber wenn wir als Christen das einfordern von irgendwelchen Leuten, sagen, du musst, du darfst nicht anders, das ist absolut zwingend notwendig, da ist für mich, sind absolut die Grenzen überschritten. Absolut die Grenzen überschritten. Ja? Wenn dieses Vertrauen gegenüber einem menschlichen System eingefordert wird und wer das nicht tut, das ist ein Bösewicht, der muss ausgegrenzt werden. Der kann dann als rechtsradikal beschimpft werden. Völliger Wahnsinn. Ja? Diese Unterordnung unter ein menschliches System ist etwas, was nicht zusteht. Was keinem geistlichen Leiter zusteht, das auszusprechen. Ja? Dann heißt es, wir vertrauen unserer Regierung. Wir vertrauen ihrer Weisheit. Wir vertrauen ihren Maßnahmen. Wir vertrauen ihren Vorgaben. Wir vertrauen dem, was sie sagt. Wir vertrauen den Leuten. Wir vertrauen denen. Aber weißt du was? Das ist nur eine Regierung. Das sind Menschen. Normale Menschen. Ja? Angestellte des Volkes. Das Volk ist der Souverän. Das Volk hat die Autorität. Und diese Leute sind eigentlich gezwungen, dem Volk gegenüber Rechenschaft zu geben, und zwar kontinuierlich. Das passiert aber nicht. Und da möchte ich dir ein Zitat vorlesen, das habe ich schon mehrfach vorgelesen, von dem Präsidenten, deutschen Präsidenten, Bundespräsidenten Gustav Heinemann. Ein frommer Mann,
Ein frommer Mann. Vor 50 Jahren war der Bundespräsident, von 69 bis 74. Und der hat gesagt, die Grundlage der Demokratie ist die Volkssouveränität und nicht die Herrschaftsgewalt eines obrigkeitlichen Staates. Nicht der Bürger steht im Gehorsamsverhältnis zur Regierung. Das ist exakt das, was diese geistlichen Leiter aber fordern. Ja, genau das fordern die. Ja, Gehorsamsverhältnis, was die Regierung sagt, müssen wir tun. Ne? Heinemann sagt, nicht der Bürger steht im Gehorsamsverhältnis zur Regierung, sondern die Regierung ist dem Bürger im Rahmen der Gesetze verantwortlich für ihr Handeln. Der Bürger hat das Recht und die Pflicht, die Regierung zur Ordnung zu rufen, wenn er glaubt, dass sie demokratische Rechte missachtet. Genau das passiert. Und die Leute, die genau das tun, was Heinemann hier gefordert hat, die werden beschimpft, ausgegrenzt. Das sind die Verschwörungstheoretiker, das sind die Rechtsradikalen, das sind diejenigen, mit denen man ja nichts zu tun haben will, und die werden beschimpft. Von Leuten, die das glauben, was die Welt ihnen ins Hirn bläst mit den Medien. Und dann akzeptiert man beispielsweise, dass die Gottesdienste zu komplett steifen Events werden. Durch diese Maßnahmen. Ich sage dir, es ist eine Attacke gegen die Christenheit. Das sind Grundwahrheiten, die uns auszeichnen, werden attackiert. Nähe, Annahme, Freundlichkeit, Miteinander, Leute in den Arm nehmen, Zeit miteinander verbringen, Offenheit, Hilfsbereitschaft, diese Zuwendung, dieses genau das, was uns als Christen auszeichnet. Ja? Dieses Familiäre wird auf einmal zur Distanz, zur Maskerade. Ja? Abstand. Die Mimik ist verschleiert. Und wir kapieren gar nicht, wie viel uns dadurch geraubt wird. Ja? Hilfsbereitschaft auf einmal, nein, das geht nicht, das ist gefährlich. Oder eben Leute rausschmeißen, Leute rausekeln. Distanz und maskiert. Oder viele geben das Abendmahl dran. Ja, das geht jetzt nicht mehr, Abendmahl gibt es nicht mehr. Und sie verstehen gar nicht, was sie aufgrund der politischen Korrektheit opfern. Ja, was sie opfern. Sie haben meiner Meinung nach kein Verständnis, welche Bedeutung das Abendmahl hat. Ja, wenn man das einfach so dran gibt. Lobpreis, Gesang, sowas von krampfig, sowas von steif, sowas von überhaupt nicht aus dem Herzen kommen. Merken wir nicht, wie wir beraubt werden? Merken wir nicht, wie da etwas nach uns greifen will? Und das ist nur der Anfang des Zugriffs. Wir haben so viel so viel kritische Mails bekommen bei unserem Aufruf damals zum Gebet für dieses Gesetz, ja, im Herbst. Und so viel Beschimpfung und so viel Beleidigung und Unterstellung von Leuten, die genau dieses hier verteidigt haben. Und sie haben allerdings gedacht, das ist ja nur befristet. Das geht ja nur für ein paar Wochen. Wart's ab. Wart's ab. Ich sage dir, es wird nicht mehr so werden, wie es früher war. Und wir sollten vorsichtig sein, was wir einfach so der Beliebigkeit dieser Welt opfern. Anderswo ist es nämlich anders. Anderswo kämpfen Gemeinden darum, völlig frei aufmachen zu können. Und da gibt es gerade jetzt ganz, ganz frisch ein interessantes Video von Markus Rapp aus Berlin. Der hat jetzt über die aktuelle Entwicklung, die in Kalifornien ist, wo sehr, sehr scharfe Maßnahmen sind, ein interessantes Video gemacht, wo er darüber berichtet. Und in der Beschreibung hier von diesem Clip, da ist es unten auch drin. Da kannst du mal schauen. Ganz interessant, ja, wo sich Pastoren, hunderte von Pastoren zusammenfinden, um einfach zu sagen, nix da. Wir gehen jetzt vorwärts, wir machen jetzt unsere Gottesdienste, wir lassen uns überhaupt nichts mehr hier sagen von diesem Weltsystem, was uns Vorschriften macht. Und sie gehen einfach vorwärts und es sind so viele, dass die Regierung überhaupt nichts macht, sondern es akzeptieren muss. Weil die Dynamik zu groß ist, weil Pastoren wissen, dass sie sich nicht länger berauben lassen wollen. Ja, also kannst du dir mal anschauen. Sehr interessant. Anderswo gibt es aber auch die Situation, dass Pastoren sogar ins Gefängnis gehen, nur weil sie ihre Gemeinde geöffnet haben. Auch das gibt es. Ja, und das ist nicht irgendwo in der
dritten Welt in irgendwelchen finsteren Ländern, sondern das ist in der westlichen Welt. Und da habe ich eine sehr, sehr, sehr interessante Botschaft gefunden, eine theologische Stellungnahme von einer Gemeinde, die wir nicht kennen, zu der wir keinerlei Bezug haben, mit der wir in keiner Weise verbunden sind. Aber ich kenne nur diesen Text, aber der ist brillant. Die Gemeinde ist die evangelisch-reformierte Baptistengemeinde in Frankfurt und die haben eine theologische Stellungnahme gemacht, die es wirklich wert ist, sich anzuhören. Auch da findest du in dem Beschreibungstext hier zu dem Video, findest du die entsprechenden Links. Und zwar einmal als Audiobotschaft über YouTube oder als den Text, wenn du das lieber lesen willst, oder auch auf der Webseite oder auch dann ein PDF, was du bei uns auf der Webseite runterladen kannst. Sehr, sehr bemerkenswert, sehr sauber gearbeitet. Sie gehen da auf eine andere Stellungnahme ein von einigen geistlichen Leitern, die eben zum, ich sag mal, Kadavergehorsam auffordern, ja, und das versuchen zu untermauern. Und das ist wirklich richtig, richtig bemerkenswert. Ich habe mal ein paar Zitate daraus, nur kleine Ausschnitte. Wenn der Apostel Paulus schreibt, dass der Staat eine Dienerin Gottes ist, die dem, der Gutes tut, loben und den, der Böses tut, strafen soll, um damit Gottes Zorn auszuführen, das ist genau, was in Römer 13 steht, dann ist es unerlässlich, auch den Staatsdienern zu verkündigen, was Gott ihr Herr, dem sie dienen sollen, von ihnen erwartet und was in seinen Augen gut zu loben oder böse und zu strafen ist. Denn auf sie kommt ja genau das gleiche Gericht, nicht wahr? Wer sollte aber die Regierenden den Willen Gottes in Bezug auf ihre Amtsausübung denn kundtun, wenn nicht die Gemeinde, der das Wort Gottes anvertraut ist, die Säule und Fundament der Wahrheit ist? Zudem haben wir das Gebot, die Regierenden zu ehren. Ist es etwa Ehrerbietung, wenn wir die Regierenden ins Verderben laufen lassen, ohne sie davor zu warnen, dass sie sich durch ihre treulose Amtsführung den Zorn Gottes aufhäufen? Amen. Ich sag, diese Leute haben wirklich scharf nachgedacht. Gegen Unrecht die Stimme zu erheben, hat nichts mit Parteiwerbung zu tun, sondern mit Gottesfurcht und Nächstenliebe. Heißt es nicht, wehre den Anfängen? Letztlich müssen wir uns die Frage stellen, ob die derzeitigen Umstände und die überhandnehmende Gesetzlosigkeit in der Politik nicht auch deshalb über uns kommen, weil die Gemeinden zu lange zu der Gottlosigkeit und den Gräueln des Staates geschwiegen haben. Wenn der Staat erst einmal in den Herrschaftsbereich der Gemeinde eingedrungen ist, genau das ist der gefährliche Punkt, wie wollen wir wissen, ob er seinen Herrschaftsbereich nicht Schritt für Schritt immer weiter ausdehnen und den Gemeinden immer mehr Vorgaben machen wird? Wir sind besorgt darüber, wie bereitwillig Gemeinden ihre Freiheiten aufgeben, für deren Erstreitung unsere Brüder und Schwestern im vergangenen Jahrhunderten gekämpft, gelitten und teilweise ihr Leben gelassen haben. Es ist gerade ein Ausdruck von Nächstenliebe und Liebe zu unseren Kindern und Enkelkindern, dass wir eifersüchtig über die Freiheiten der Gemeinde und unseres Nächsten wachen. Zitat Ende. Ich fand das sehr bemerkenswert. Ich fand das so erfrischend, klar und scharf und deutlich. Eine Stellungnahme zu diesem flächendeckenden Gerede, dass man unbedingt dem Staat untertan sein soll, Hirn ausschalten soll, Herz ausschalten soll, Kadavergehorsam, egal was der Staat sagt, wir machen's. Nicht nachdenken, einfach gehorchen, gehorchen. Blinder Gehorsam. Ich sag dir, das ist böse. Weißt du, es gibt Menschen, die sind machtgierig, die sind stolz, die sind korrupt, die sind intrigant, die sind boshaft. Und eigentlich ist jeder von uns solchen Menschen schon begegnet. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Menschen nur weil sie in irgendeiner Verantwortungsposition sind, generell zu verglorifizieren sind,
zu Ehren sind, über jeden Zweifel erhaben sind, ja, geradezu Lichtgestalten sind, ja, dann ist das absolut nicht legitim. Das ist naiv, das ist absolut nicht legitim. Ja? Und da gibt es viele, viele, viele Ebenen von Obrigkeit, die sich über uns befinden. Es ist ja nicht nur die Regierung, es sind Dutzende von Ebenen. Jeder Vorgesetzter, jeder Lehrer, jeder Beamte bei irgendeiner Behörde und so weiter ist ja irgendwie ein Vorgesetzter, eine Obrigkeit, sorry, ist ja irgendwie eine Obrigkeit. Ja? Überall gibt es diese Obrigkeiten. Ne? In der Wirtschaft, im Arbeitsleben, in der Verwaltung, bei den Behörden, ja, und so weiter und so weiter. Massenhaft. Und alle sind total toll, alle sind total gut, alles ist alles nur super, super, super. Alle sind von Gott so eingesetzt und über jeden Zweifel erhaben. Hey, das glaubt doch kein normaler Mensch. Das ist doch absurd, das ist doch naiv. Da sind Kräfte in einem gefallenen Weltsystem, die uns berauben wollen und die uns als Leib Christi in eine Situation hineinzwängen wollen, die nicht legitim ist. Es ist nicht in Ordnung, wenn blinder Gehorsam von Christen gefordert wird. Obrigkeitshörigkeit. Und das ist interessant, dass das gerade in Deutschland kommt. Hey, Deutschland, das Land von Martin Luther. Weißt du, warum die Protestanten Protestanten heißen? Weil sie protestiert haben. Ja? Weil sie in den Protest gegangen sind gegen das religiöse und staatliche System. Als Luther auf dem Reichstag in Worms stand, hat er gedacht, hier stehe ich kann nicht anders, so wahr mir Gott helfe. Weißt du, was das ausgelöst hat? Das hat den Staat in extreme Turbulenzen gestürzt. Das hat das religiöse System und das staatliche System über Jahrhunderte beschäftigt. Die Reformation hat gewaltigste Auswirkungen gehabt, weil einer gesagt hat, nein, ich beuge mich nicht, ich akzeptiere, was Gott sagt. Und wir in diesem Land der Reformation sagen heute, egal was, du beugst dich auf jeden Fall unter die Regierung, egal was die sagt. Wenn Luther das gemacht hätte, hätte es nie eine Reformation gegeben. Was sind einige Leute hier bereit zu opfern, nur um irgendwie so einen Scheinfrieden beizubehalten? Und ich glaube, das ist etwas, wo wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen. Ich persönlich glaube, Vertrauen auf Menschen einzufordern, ist nicht biblisch. Psalm 146, Vers 3. Verlasst euch nicht auf Fürsten. Halleluja. Das ist schon mal eine gute Aussage. Ne? Verlasst euch nicht auf Fürsten. Ha, Fürsten. Das sind die Fürstentümer. Das sind die, die gesetzt sind. Sie sind Menschen. Die können ja nicht helfen. Psalm 118, Vers 8 und 9. Es ist gut, auf Jahwe zu vertrauen. Und nicht sich verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf Jahwe vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Das heißt, verlass dich nicht auf die Obrigkeit. Vertrau nicht der Obrigkeit, steht da drin, Psalm 118. Jeremia 17, Vers 5. So spricht Jahwe. Verflucht, hey, das musst du dir wirklich mal überlegen, was das heißt. Verflucht, von Gott verflucht. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm. Wenn wir als Kinder Gottes uns auf Regierungen, auf Menschen, auf menschliche Systeme, auf menschliche Konzepte verlassen, haben wir ein Problem. Wir müssen wissen, wer wir sind. Wir müssen wissen, was der Leib Christi ist. Wir müssen wissen, er ist das Haupt. Ich kann nicht einfach beliebig irgendwelche Dinge über mir akzeptieren. Ja, das geht nicht. Und deshalb Vorsicht, Vorsicht vor einem allgemeinen Ruf zu blinden Gehorsam gegen irgendeiner Obrigkeit. Wie gesagt, es gibt Dutzende davon. Ja, irgendeiner Obrigkeit untertan zu sein. Ich glaube, dass wir uns in einer Phase befinden, ich hatte es vorhin schon gesagt, wo Böses gut genannt wird und Gutes böse genannt wird. Und ich habe eine, ja, bisschen, also mich hat es getroffen, eine Bibelstelle im Prediger gefunden, Prediger 4, Vers 1. Und ich dachte, das trifft auch unsere Situation, wie sie momentan ist. Da heißt es, und ich wandte mich und sah all die Unterdrückung. Unterdrückung.
die unter der Sonne geschehen. Und siehe, da waren Tränen der Unterdrückten. Und sie hatten keinen Tröster. Und von der Hand ihrer Unterdrücker ging Gewalttat aus. Und sie hatten keinen Tröster. Vom Kleinsten im Kindergarten bis zu den Ältesten in den Pflegeheimen werden die Menschen momentan gequält. Durch das Bombardement der Medien wird eine Angst gemacht. Die Leute werden eingeschüchtert, sie werden bedroht durch die Maßnahmen, durch die Strafen, durch die Repressalien. Sie werden bezwungen. Die Alten dürfen nicht besucht werden. Die sind einsam, allein, teilweise dahinsiechend. Ja? In den Familien gibt es unsagbaren Stress. Dann das Thema häusliche Gewalt, darf man gar nicht drüber sprechen. Selbstmordrate, selbst bei Kindern schon. Ich weiß nicht, ob du dich mit sowas mal beschäftigst. Ja? Die psychiatrischen Kliniken sind voll, die Psychiater haben zu tun wie nie zuvor. Ja? Es ist unfassbar, was abgeht, weil die Leute mit dem Bedrängenden einfach nicht zurechtkommen können. Mit dieser angstmachenden Kralle, mit diesem Lügenmantel, der sich um die Welt gelegt hat. Ja? Zehntausende von Firmen sind in Not, sind am Überleben. Und dann heißt es, ja, sie haben ja jetzt diese finanziellen Hilfen. Frag mal nach bei den Firmeninhabern, ob die angekommen sind oder wo die hängen. Diese Willkür der Maßnahmen, diese teilweise brutale Umsetzung. Und dann natürlich solche Sachen wie das Denunziantentum, was gewünscht und gefördert wird. Wo Misstrauen untereinander geschürt wird, die Angst voreinander geschürt wird. Hey, wenn du vor 1,5 Jahren einem Christen gesagt hattest, das wirst du als normal und gut und positiv befinden, hätte es keiner geglaubt. Es hätte keiner geglaubt. Ich habe zu dem Thema mit der Obrigkeit schon mal 1, 2 Predigen gemacht. Die sind auch im Begleitungstext hier zu dem Livestream, beziehungsweise zu der Predigt hier unten aufgeführt, wenn du da weiter einsteigen möchtest. Wir werden auch demnächst nochmal theologisch da tiefer eingehen in das Thema Obrigkeit, wie das wirklich zu verstehen ist. Aber für mich ist es einfach wichtig, hier diese Situation, diese momentane Beleuchtung, die wir hier haben, einfach klar zu machen, hey, wir befinden uns in einer Situation, wo wir in der Gefahr stehen, dass wir richtig, richtig beraubt werden und wir dürfen das, was der Herr für uns hat, nicht einfach drangeben. Es wird nicht mehr so sein wie vorher. Das müssen wir akzeptieren. Wir müssen prophetisches Wort ernst nehmen. Wir müssen es wertschätzen. Es ist etwas, was wir natürlich prüfen müssen. Natürlich, ja, wir müssen es prüfen. Aber genauso musst du auch die Worte der Welt prüfen. Eigentlich noch viel mehr. Das, was von da an Informationen kommt. Es ist ein System von Lüge, von Manipulation und du musst es wissen und dich dem nicht aussetzen. Und dann noch etwas, 2 sehr interessante Bibelstellen, die zu diesem Thema blinder Gehorsam der Obrigkeit gegenüber und das Weitergeben und Durchsetzen, was da an Maßnahmen ist und so weiter, diesem Ding, was da bemerkenswert ist. 1. Timotheus 5, Vers 22, habe nicht Teil an fremden Sünden. Nehmen wir mal an, die Regierung hätte eine geheime Agenda und würde tatsächlich etwas Böses planen. Dann sind diejenigen, die das umsetzen und das durchsetzen und das versuchen zu forcieren, jemand, der diese Sünde aktiv umsetzt. Davor warnt uns das Wort. Bewahre dich selbst rein. Habe nicht Teil an fremden Sünden, bewahre dich selbst rein. Du solltest zumindest mit dem Herrn darüber beten und das klar machen für dich persönlich, dass du nicht in diese Falle gehst. Das andere Wort steht in 2. Korinther 6, Vers 14. Geht nicht unter ein fremdartiges Joch mit Ungläubigen. Und das Wort Joch trifft es ziemlich gut hier in der jetzigen Situation. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Ich werde dir gleich den Clip noch einmal vorspielen. Aber das Wichtigste ist Folgendes, was ich sagen will. Verlass dich nicht auf Menschen. Verlass dich nicht auf Regierung. Verlass dich nicht auf Medien. Verlass dich nicht auf das System.
Setz dein Vertrauen nicht auf Menschen. Setz dein Vertrauen nicht auf Regierungen. Setz dein Vertrauen nicht auf Medien. Setz dein Vertrauen nicht auf das System. Setz deine Hoffnung nicht auf Menschen. Setz deine Hoffnung nicht auf Regierungen. Setz deine Hoffnung nicht auf Medien. Setz deine Hoffnung nicht auf das System. Erhebe keinen Menschen. Erhebe keine Regierung. Erhebe keine Medien. Erhebe nicht das System dieser gefallenen Welt. Und, ganz wichtig, beuge nicht die Knie vor Menschen. Beuge nicht die Knie vor Regierungen. Beuge nicht die Knie vor den Medien. Beuge nicht die Knie vor dem System. Deshalb haben wir dieses Video gemacht. Wir sind Gottes Volk. Sei dir bewusst, wer du bist. Sei dir bewusst, was deine Identität ist. Sei dir bewusst, wen du über dir akzeptierst. Und lass es nicht die Welt sein. Okay, und jetzt noch einmal das Video. Wir sind Gottes Volk. Das Volk des Allmächtigen. Das Volk des Allerhöchsten. Das Volk des Herrn der Herren. Das Volk des Königs der Könige. Wir gehören zu ihm, zu niemandem sonst. Wir beugen unsere Knie nur vor ihm, vor niemandem sonst. Wir erheben allein ihn und niemanden sonst. Unser Vertrauen liegt allein auf ihm und niemandem sonst. Unsere Hoffnung ist nur er allein und niemand sonst. Er ist unser Gott. Er ist unser Herr. Er ist unsere Quelle. Er ist unsere Versorgung. Er ist unsere Zukunft. Er ist unsere Liebe. Wir vertrauen nicht der Welt. Wir vertrauen unserem Gott. Wir vertrauen nicht Regierungen. Wir vertrauen unserem Gott. Wir vertrauen nicht Systemen. Wir vertrauen unserem Gott. Wir vertrauen nicht Menschen. Wir vertrauen unserem Gott. Wir vertrauen nicht unserem Wissen. Wir vertrauen unserem Gott. Wir vertrauen nicht unserem Können. Wir vertrauen unserem Gott. Wir vertrauen nicht unserer Erfahrung. Wir vertrauen unserem Gott. Er allein ist unsere Hilfe in der Not. Er ist es, der uns einen Tisch deckt angesichts unserer Feinde, mitten in der Wüste. Er ist es, dessen Liebe uns hindurchträgt. Er ist es, der uns kämpfen lehrt. Er ist es, der uns in den Sieg führt. Und wenn wir auch wandeln im Tal des Todesschattens, wir fürchten kein Unglück. Wir fürchten kein Unglück. Wir fürchten kein Unglück. Wir sind Gottes Volk, gehören dem Einzigen, der uns erkauft hat, der uns liebt, der uns zu Söhnen und Töchtern gemacht hat, herausgerufen aus dem System dieser Welt, hineingerufen in sein Licht. Seine Herrlichkeit, seine Kraft, seine Liebe, seine Freude, seinen Frieden, seinen Überfluss, seinen Segen, weil er uns liebt, weil er uns zur Seite steht, weil er seine Engel aufgeboten hat, mit uns zu gehen, durch alle Herausforderungen, alle Kämpfe, alle Schwierigkeiten, alle Probleme. Egal was kommt, egal was geschieht, egal was uns gegenübertritt, egal was uns attackiert, egal was uns in die Knie zwingen will, egal was uns von ihm wegziehen will, egal was unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen will, egal was uns einschüchtern will,
Egal, was uns beeinflussen will. Egal, was uns Angst machen will. Wir sind Gottes Volk. Wenn er für uns ist, was kann gegen uns sein? Was will bestehen vor ihm? Fürstentümer? Gewalten? Mächte? Gesellschaftliche Systeme? Gesellschaftliche Ausrichtungen? Gesellschaftliche Befürchtungen? Gesellschaftliche Correctness? Was will gegen uns sein? Was will unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Was will unsere Anbetung haben? Was will, dass wir die Knie davor beugen? Angst? Sorge? Finanzielle Probleme? Krankheit? Schwäche? Mobbing? Einsamkeit? Isolation? Distanz? Zwang? Beschränkung? Gebrechen? Schmerzen? Arbeitslosigkeit? Trauer? Was will gegen uns sein? Welcher Goliath erhebt sich gegen uns? Er wird fallen und wir werden stehen. Er wird vergehen und wir werden bleiben. Wir sind Gottes Volk. Wir sind Sieger. Wir sind Kämpfer. Wir sind Überwinder. In ihm. Er ist der Herr der Herren, der König der Könige, der helle Morgenstern, Alpha und Omega, einzigartig, unwiderstehlich, herrlich und mächtig, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Vor ihm beugt sich jedes Knie, vor ihm bekennt jede Zunge, er ist der Herr. Er ist der Herr. Er ist der Herr. Er allein ist der Herr. Er allein ist würdig. Unser König, unser Herr. Wir sind Gottes Volk. Wir beugen unsere Knie vor ihm und niemandem sonst. Niemandem sonst. Niemandem sonst in Ewigkeit. Was für ein geniales Wort, was für ein geniales Video, was für ein eine geniale Aussicht, was für ein Fixpunkt für uns Gläubige, was für eine Kraft Gottes, die in der, unter der wir stehen, unter der wir laufen. Und das ist etwas, was wir jetzt in Gebet packen wollen. Jawohl, lass uns gemeinsam beten, ja. Lass uns dem Herrn danken, lass uns einfach auf ihn fokussieren. Genau. Ja. Herr, wir danken dir dafür, dass wir dein Volk sind. Amen. Dass du uns da hineingerufen hast. Wir danken dir für all das, was du getan hast. Wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Aus der Herrlichkeit des Vaters. Dass du gekommen bist in diese Welt. In dieses Weltsystem, was gefallen ist. Wo die Menschen unter allen denkbaren Aspekten dieser gefallenen Schöpfung leiden. Da bist du hineingekommen. Hast den Weg freigemacht zu uns, zum Vater. Hast uns die Möglichkeit gegeben, gerettet zu werden, erlöst zu werden. Hineinzukommen in eine Beziehung zum Vater. Und nicht nur das. Wir dürfen nicht nur im Reich Gottes sein. Wir dürfen nicht nur neu geboren sein. Wir dürfen nicht nur eine neue Kreatur sein. Sondern wir sind eins mit dir. Amen. Du bist das Haupt. Wir sind der Leib. Wir sind Glieder in deinem Leib. Was für ein Vorrecht. Wir sind Gottes Volk. Und du bist unser Haupt. Du bist unser Haupt. Du bist unser Haupt. Und nicht irgendwelche Systeme dieser Welt, wir akzeptieren das nicht. Natürlich wissen wir, dass wir auf irgendwelche Dinge reagieren müssen, dass man den Gesetzen untertan sein soll und. Aber wir wollen das nicht im Geist machen. Wir wollen nicht dieses im Geist über uns akzeptieren. Wir wollen sagen, wir
gehören dir. Und du bist derjenige, dem wir vertrauen. Du bist derjenige, auf den wir schauen. Du bist derjenige, der wirklich unser Herz. Ja, wir beugen unsere Knie nur vor dir. Nur vor dir. Und Herr, das Wort Gottes ist so voll mit Beispielen von Menschen, die genau in dieser Situation waren. Wie Schadrach, Meshach und Abednego, die drei Männer im Feuerofen, die nicht gebeugt haben ihre Knie vor dem System der Welt, auch wenn es um ihr Leben gehen sollte. Und du hast dich gewaltig zu ihnen gestellt und dich verherrlichst. Ja, wir sehen das bei Daniel, wir sehen das bei Josef, wir sehen das bei so vielen Gestalten im Alten Testament, Herr. Und wir preisen dich dafür, dass du uns hineingerufen hast in diese herrliche Gotteskindschaft. Wir sind Himmelsbürger. Wir sind eins mit dir. Wir gehören nicht mehr zu diesem Weltsystem, denn wir sind zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Halleluja. Herr, wir wollen jetzt für alle die beten, die unter dieser Bedrückung sind, die unter dieser Bedrängnis sind, die auch in Gemeinden oder in Hauskreisen oder wo auch immer sind, die wirklich bedrängt sind oder sich bedrängt fühlen. Herr, ich bete, dass du ihnen die Weisheit gibst, die du hast, dass wir einfach sie stärken jetzt, dass du sie stärkst, Herr, im Glauben an dich, an deine Wege, dass du deine Hand auf ihrem Leben liegen hast. Herr, ich bete für alle um Ermutigung. Ich bete, dass wir alle fest stehen und stehen bleiben. Gerade in dem Kampf, gerade in dieser Auseinandersetzung mit Mächten der Bosheit in der Himmelswelt. Dass wir wirklich Überwinder sind. Dass wir dranbleiben an dir. Dass wir auf dich schauen. Dass wir geöffnete Augen des Herzens haben. Auch geöffnete Augen des Herzens für die, die dich noch nicht kennen oder die in diesem Tal der Entscheidungen sich aufhalten, die da noch rumeiern, dass sie wirklich dich sehen, dass sie dich erfahren als ihren Retter und Herrn. Herr, ich bete, dass wir Brothaus sind, dass wir ein Menschen sind, die Brot austeilen, dass wir davon berichten, wozu wir gehören, dass wir zu deinem Volk gehören. Herr, ich bete, dass du uns festmachst in uns und dass wir fest stehen bleiben. Yes. Ja, und wir beten für jeden Einzelnen, der unter Bedrängnis gekommen ist, weil er abgelehnt worden ist oder weil er beschimpft worden ist oder weil er ausgegrenzt worden ist. Und der einfach merkt im Inneren, ich bin hier in einer Zerreißprobe. Da ist irgendwas dazwischen gekommen, vielleicht in den Familien, vielleicht in der Gemeinde, vielleicht in irgendwelchen Freundschaften, wo diese Macht einfach jetzt momentan da richtig dazwischen geht. Ja, und wir segnen diese Geschwister, wir sprechen Kraft in sie hinein, wir sprechen Mut in sie hinein, wir sprechen aus, du bist nicht falsch, da ist eine Gabe in dir, die Gott dir gegeben hat und die merkt, es stimmt was nicht und es ist nicht falsch, es ist gut, geh damit weiter und sei kühn, sei mutig, sei tapfer und geh vor allen Dingen weiter mit dem Herrn. Sag ihm, du willst in deine Berufung kommen, du willst in deine Bestimmung kommen, du willst hineinkommen in das, was der Herr für dich hat. In den vor uns liegenden Jahren werden gewaltige Umbrüche geschehen, auch im Volk Gottes. Und es ist gewaltige Wogen von Erweckung, von Veränderung, von Bekehrung, von Ausgießung des Heiligen Geistes uns verheißen. Schreck dich danach aus. Sag dem Herrn, ja, ich stehe dafür bereit. Ja, ich will das haben. Ja, ich will nicht ein alter Weinstock sein. Und ich stehe bereit für das Neue, was du tun wirst, Herr. Und ich bete dafür, dass das, was da jetzt einfach an Schmerz ist und was an Irritation ist bei so vielen Christen, ja, gerade die uns angeschrieben haben, dass da einfach Heilung hineinkommt vom Herrn und der Segen des Herrn hineinkommt und Trost des Heiligen Geistes hineinkommt. Und dass du wirklich kühn und mutig weitergehst mit dem, was der Herr für dich hat. Und ich bete auch für die Gemeinden insbesondere, die in solchen Zerreißproben sind, wo da einfach jetzt momentan einfach diese Diskussion ist, diese Situation sind. Ich spreche aus, dass da die heilende Kraft des Herrn reinkommt und dass nicht da irgendwelche solche Vorgaben einfach durchgedonnert werden, so ohne Diskussion oder sowas und alle die Leute einzelne Leute ausgegrenzt werden. Ich spreche aus, dass da Liebe reinkommt, dass da Sanftmut reinkommt, dass da Gesprächsbereitschaft reinkommt, dass da geistliches Denken hineinkommt und dass du dich wirklich, Herr, über diese Gemeinden erbarmst. Wir widerstehen dem Dazwischenwerfer, dem Diabolos, der genau dazwischen gehen will und den Leib auseinandertreiben will. Sondern wir sprechen aus, dass wir als Volk Gottes hineinkommen in die Fülle der Bestimmung, die der Herr für uns hat.
Wir sind Gottes Volk. Yes. Und ich bete dafür, dass das Volk Gottes ein Bewusstsein für seine Position, seine Identität, seine Autorität bekommt. Und ein Bewusstsein, wer wirklich ganz real das Haupt ist. Mosapashia Kalabadai. Korambosakalabadoya Kassia. Herr, wir wollen noch beten jetzt um deinen Frieden über diese ganzen Dinge. Ja. Wir wollen nicht im Geist aufgestachelt, aufgewühlt sein, sondern wir wollen jetzt deinen Frieden erbitten. Wir wollen unter deinem Frieden auch in diese Nacht gehen. Wir wollen unter deinem Frieden in der nächsten Woche sein. Wir wollen in deinem Frieden laufen, in deinem Frieden sprechen, in deinem Frieden miteinander unterwegs sein. Herr, wir achten diesen Frieden hoch, den du selber uns geben willst, diesen Shalom. Dieses ist mehr als bekriegt euch nicht untereinander, sondern es ist dieser tiefe Friede Gottes, der in uns regieren soll. Und Herr, ich lese dieses Wort, was du uns gegeben hast aus 2. Thessalonicher 3, Vers 16, wo du sagst, er selbst aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Herr, wir preisen und wir ehren dich für diese Verheißung, für diese Zusage deines Friedens, dass du uns ihn alle Zeit auf alle Weise geben wirst. Auf alle Weise schenken wirst, auf alle Weise an uns in unserem Leben erweisen wirst. Ich bete für die, die unter traurigen Momenten leiden, die unter Schmerzen sind, dass gerade dieser Friede sich jetzt auf euch lagert, dass ihr gut durch diese nächste Woche durchkommt, gesegnete Wege habt, dass eure Schritte sich zum Weg machen und ihr am Ziel ankommen werdet, dass ihr wachst in der Erkenntnis Jesu Christi. Amen. 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 Ja, so haben wir heute dieses Thema, wir sind Gottes Volk, gehabt. Ja. War durchaus mal wieder kontrovers. Ja. Darf auch mal sein. Ein paar Sachen müssen einfach mal gesagt werden, ab und zu. Und es ist wahr, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er soll uns komplett bewahren. Umhüllen, bewahren, einhüllen. Unser Herz und das, Sinn. Das wünschen wir dir, ja. Das wünschen wir deiner Family, deinen Lieben. Und in dem Sinne, sei gesegnet, bis zum nächsten Mal. Shalom. Shalom. Und tschüss.